Hallo zusammen, all meine Freunde auf der ganzen Welt. Ich sitze hier in meinem komfortablen Zuhause. Ich lebe in einer kleinen, schönen Stadt. Und ich kann Spaziergänge durch die Natur machen, einfach zu Fuß gehen. Ich habe einen wunderschönen Garten. Ich bin seit 2,5 Monaten jetzt im Lockdown und ich habe keine Not in dieser Zeit erlitten oder schwierige Umstände. Aber besonders keine wirkliche Not. Ich weiß aber, dass einige von euch sehr herausfordernde Situationen und Zeiten erlebt haben und dass viele auf der ganzen Welt Not leiden und auch nach dem Lockdown Not erleiden werden. Ich fühle mich aus mehreren Gründen privilegiert. Ich hatte Zeit, über mein Thema nachzudenken und gute Beispiele für mein Thema, den demokratischen Führungsstil, zu finden. Aber auch überhaupt keine beeindruckenden Beispiele und sogar Beispiele für sehr schlechten Führungsstil. Also, das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil soziale Gleichwertigkeit wirklich besser für jeden ist. Und ich glaube, dass demokratischer Führungsstil unsere größte Chance ist, das umzusetzen und anzubieten. Also, ich werde über Adlers Sicht auf Gleichwertigkeit sprechen. Ich werde darüber sprechen und betonen, wie soziale Gleichwertigkeit das Gemeinschaftsgefühl verstärkt. Ich werde auch darauf schauen, wie die Covid-19-Pandemie soziale Ungleichheiten in der Welt und auch einige reiche Länder offenlegt und auch noch verstärkt. Teil hiervon wird der Populismus sein, der Demokratien auf die Probe stellt und auch soziale Gleichwertigkeit verändert und gefährdet. Und ich werde über ein aktuelles Weißbuch über dieses Thema sprechen. Da der Populismus bestimmte Fragen über die eigentliche Bedeutung von demokratischer Führung aufwirft, werde ich auch die Frage stellen, was ist demokratischer Führungsstil, und gebe euch ein paar generelle Ideen hierzu, wie es grundsätzlich definiert ist. Aber ich werde auch darauf fokussieren und eingehen, wie demokratischer Führungsstil sein sollte. Einer, der auf Werten basiert und ethisch ist. Auf Werten basierend meine ich im Sinne von der sozialen Gerechtigkeit. Und das ist sicherlich übereinstimmend mit einer adlerianischen Perspektive von demokratischem Führungsstil. Ich werde außerdem typische Rückschläge von demokratischem Führungsstil betrachten und angucken, wohin uns das bringt. Und mich hat es dazu gebracht, mir Führungsstil in Extremen anzugucken. Also wie gehen wir mit Rückschlägen zu je irgendeiner Zeit um? Aber insbesondere, was können wir von Menschen lernen, die Führungsstil zu Krisenzeiten studieren? Und wir haben auch zurzeit einige Beispiele während dem Fortschreiten der aktuellen Covid-19-Pandemie. Wenn ich mir beispielsweise für die Führungsstile während Extremen angucke, gehe ich zurück zu dem Punkt, wie Populismus, Demokratie und Demokratien beeinträchtigt und gefährdet sind, sodass wir die Frage stellen, wenn Menschen, die ein Land regieren, nicht im konventionellen Sinn demokratisch führen, was können wir dann tun, um demokratischen Führungsstil gegen Populismus abzugrenzen und zu unterstützen? Und mein letzter Beitrag wird sein, dass ich meine eigene Formulierung oder den Rahmen angucke, wie die systemischen Elemente von demokratischem Führungsstil und sozialer Gleichwertigkeit gezeigt werden und die das genauer noch in einer Analyse runterbricht, die uns erlaubt zu sehen, wie wir im Sinne des demokratischen Führungsstils agieren und wo es Hindernisse gibt oder Dinge, die das Zusammenbrechen befördern, auftreten und wo die Wahrscheinlichkeit liegt, dass wir das gut machen können. Also in anderen Worten, was man zusammenführen muss. In Bezug auf die soziale Qualität hat Adler die soziale Gleichwertigkeit als Grundvoraussetzung für das soziale Leben anerkannt. Er sagte,
Ohne sie kann es keine Stabilität oder soziale Harmonie geben. Und ich denke, wir erkennen und sehen das. Das ist ein Zitat von Rudolf Dreikurs aus seinem 1971 verfassten Buch über soziale Gleichwertigkeit, Social Equality, The Challenge of Today. Nun zitiere ich Alfred Adler, der bereits 1913 sagte, wenn er einen Traum von der Welt aufgeben kann, der aus seiner Menschlichkeit geboren wurde und der seine Menschlichkeit rechtfertigt, dann wird es ihm immer mehr und mehr möglich sein, damit anzufangen, sich untergleichen gleichwertig zu fühlen. Und immer weniger wird er sich von den Meinungen anderer abhängig fühlen. Ich werde das noch einmal lesen, weil es mir eine wichtige Idee ist. Ich habe auf der Folie er, sie geschrieben. He, she. Und diesmal werde ich es mit sie lesen. Wenn sie einen Traum von der Welt aufgeben kann, der aus ihrer Menschlichkeit geboren wurde und der ihre Menschlichkeit rechtfertigt, dann wird es ihr immer mehr und mehr möglich sein, damit anzufangen, sich untergleichen gleichwertig zu fühlen. Und immer weniger wird sie von den Meinungen anderer abhängig sein. Und dann noch eine weitere Aussage von Adler aus dem Jahr 1931. Sobald er oder sie sich mit seinen oder ihren Mitmenschen auf gleicher und kooperativer Basis verbinden kann, ist er oder sie oder er und sie geheilt. Ich möchte, dass Sie sich, bevor ich mit dem Rest meines Vortrags beginne, ein paar Momente Zeit nehmen, um über diese Vorstellung eines erfolgreichen demokratischen Führungsstils nachzudenken. Denken wir also darüber nach, vielleicht denken wir an einige Beispiele für einen guten demokratischen Führer oder einen erfolgreichen demokratischen Führungsstil. Okay, gut. Wenn ihr also sagt, was ich auch gesagt habe, nämlich, dass ein demokratischer Führer die soziale Gleichwertigkeit wirklich fördern sollte und dass soziale Gleichwertigkeit das soziale Interesse erhöht, dann, wenn ich ihr also die Führungskraft soziales Interesse und Gemeinschaftsgefühl demonstriert, werden sich andere Menschen ähnlich großzügig gegenüber anderen benehmen. Und ich mag dieses Zitat von Thomas von Aquin, das aus dem 13. Jahrhundert stammte, als er etwas beobachtete, von dem ich glaube, dass wir alle erkennen können, dass Großzügigkeit ein Minimum an Ressourcen erfordert. Nun, da ein Minimum an Ressourcen echte materielle Güter sein können, nicht genug Geld zu haben, um Lebensmittel zu kaufen, also sehr einfach, oder es kann sich anfühlen, weniger zu sein, weniger wichtig als, weniger wertvoll als andere. Und was er sagt ist, dass wenn wir uns nicht so fühlen, wir unser Gemeinschaftsgefühl nicht zeigen können, wir können nicht großzügig gegenüber anderen sein, was zu so vielen Problemen führt, die es in Bezug auf die Covid-19-Pandemie gibt, die soziale Ungleichheiten zeigt und verstärkt mit phänomenal höheren Sterblichkeitsraten bei ethnischen Minderheiten und ärmeren Mitgliedern der Gesellschaft, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, zwei der reichsten Länder der Welt und zwei Länder mit der größten Kluft zwischen den wirtschaftlichen Verhältnissen der Bevölkerung in der Welt. Mit anderen Worten, sie sind sehr schlechte Beispiele für soziale Gleichwertigkeit in ihrer Gesellschaft. Epidemiologische Studien zur Gesundheit und Wohlbefinden in den reichsten Ländern der Welt bestätigen daher, dass Adlers Erkenntnisse über die soziale Gleichwertigkeit für die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden von wesentlicher Bedeutung sind. Wilkinson und Pickett, zwei Epidemiologen, die umfangreiche Studien mit Datensätzen aus der ganzen Welt, WHO-Daten sowie Länderdaten aus allen reichsten Ländern durchgeführt haben und die reichsten Länder vergleichen
um die Auswirkungen der Lücke zu sehen zwischen Arm und Reich. Und wenn man sich ansieht, wie Sie in Ihren Studien entdeckt haben, gab es seit einiger Zeit Wissen darüber, in Studien über Wohlbefinden, aber Sie waren die beiden Forscher, die identifizierten, dass es die Kluft zwischen Arm und Reich war, die vorhersagte, ob Menschen positive Gesundheit und Wohlbefinden erlebten. Und Sie fanden heraus, dass die Menschen in den Ländern mit kleineren Unterschieden zwischen Arm und Reich, das heißt den Sozialdemokratien, zeigten, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden von Erwachsenen sowie die psychische Gesundheit besser sind. Das Wohlbefinden, die Bildung und die Leistung des Kindes höher sind. Dass die soziale Mobilität größer ist. Dass soziale Probleme wie Gewalt, Mord und Inhaftierung geringer sind. Dass das Vertrauensniveau größer ist. Dass die Kindersterblichkeit verringert wird, dass die Lebenserwartung erhöht wird, dass das Interesse am Wohlergehen anderer gezeigt wird und die Sorge um die Umwelt und die Zukunft des Planeten ist größer. Und das steht in scharfem Gegensatz zu dem, was wir in den USA und in Großbritannien finden. Populismus gefährdet also die Demokratie. Und diese Arbeit stammt von Anna Grismala-Busse, einer Forscherin am Freeman-Spogliow-Institut der Stanford University und ihren dortigen Kollegen. Sie haben kürzlich in den letzten Monaten ein Weißbuch mit dem Titel Populism is putting democracy at risk veröffentlicht. Hilfreicherweise definieren sie Populismus als ein politisches Argument, das die einfachen Leute gegen eine korrupte Regierungselite stellt und formelle Institutionen und Funktionen diskreditiert. Und Sie können sehen, dass die Schwäche der Volksparteien wesentlich zu diesem Problem beigetragen haben. Städte auf der ganzen Welt sind anfällig für populistische Entscheidungen und Einflüsse. Auf diese Weise werden Institutionen wie Gerichte, Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden als Schöpfung der korrupten Elite untergraben und formelle Institutionen der liberalen Demokratie ausgehöhlt. Die populistischen Einflüsse definieren die Menschheit neu und Menschen neu, oft indem sie schutzbedürftige, ethnische und religiöse Minderheiten, Einwanderer und marginalisierte Wirtschaftsgruppen ausschließen. Das Ergebnis ist eine Mehrheitsregel ohne Minderheitenrechte. Hier haben wir also ein echtes Saatbeet sozialer Ungleichheit. Und sie untergraben auch die informellen Normen der Demokratie. Das heißt, sie stellen die Loyalität der Opposition in Frage und kritisieren Kritik als Fake News. Statt die freie Presse und die politische Opposition zu tolerieren, versuchen sie stattdessen, ihre Legitimität zu untergraben. Das bringt mich nun zu einer sehr wichtigen Frage. Was meinen wir mit demokratischer Führung? Nun, normalerweise, und dies ist eine Art allgemeines Wissen und Ideen über demokratische Führung, ist es partizipative oder geteilte Führung und ist gekennzeichnet durch Gruppenmitglieder, die aktiv am Entscheidungsprozess teilnehmen. Organisatorisch erhält jeder die Möglichkeit zur Teilnahme. Ideen werden frei ausgetauscht und Diskussionen angeregt. Der demokratische Prozess konzentriert sich auf Gruppenqualität und freien Ideenfluss, obwohl der Leiter oder die Führungsgruppe für die endgültigen Entscheidungen verantwortlich ist. Starke demokratische Führer fördern Vertrauen und Respekt sowie positive Beiträge in der Gruppe. Forscher haben herausgefunden, dass demokratische Führung der effektivste Ansatz ist und zu mehr Produktivität, wertvollem Beitrag und höheren Gruppenmoral in verschiedenen Organisationen auf der ganzen Welt führt. Die bemerkenswerteste,
jüngste Veröffentlichung war die Studie von Gagne und ihren Kollegen aus 9 verschiedenen Ländern. Tatsächlich 19 verschiedene Autoren. Eher eine demokratische Studie über Organisationen, wie ich sage, und in der Tat sollte ich hier sagen, dass der größte Teil meiner Arbeit demokratische Führung untersucht, wie wir sie in Organisationen finden und in Organisationen beobachtet werden können. Unsere gegenwärtige Situation erfordern jedoch wirklich, und ich habe mich sicherlich entschlossen, einen systemischeren, größeren, makroökonomischen Blick auf die demokratische Führung zu werfen, was ich von nun an tun werde. Demokratische Führung ist also wertebasiert und ethisch. Es fördert soziale Gleichwertigkeit, soziale Teilhabe und Transparenz und ist von zentraler Bedeutung, um in Machtpositionen mit Verantwortung für und gegenüber anderen vertrauenswürdig und effektiv zu sein, sei es als Führungskraft, als Eltern, in der Bildung oder im Gesundheitsbereich oder im Bereich der psychischen Gesundheit, in der Sozialfürsorge oder im Geschäft oder beim Militär und in der Strafverfolgung oder der Regierung oder sogar international. Es sind Beziehungen, es ist einfühlsam, es ist ermutigend und es ist mitfühlend. Es ist sozial verantwortlich und fördert das soziale Interesse, Gemeinschaftsgefühl, das Gemeinschaftsgefühl und die Konsensbildung. Mit anderen Worten, es ist nicht die einfache Abstimmung. Es arbeitet wirklich mit Menschen zusammen, um das Wohl aller zu betrachten, soweit das erreicht werden kann. Es ist maßgebend, das heißt, es basiert auf der Realität und bietet freundliche, aber feste Grenzen, die inspirieren, aber auch Ehrgeiz und Angst halten und enthalten. Ich habe zu diesen beiden Themen geschrieben, im letzten Jahr erschien ein Buch und ein Artikel über die adlerianische Perspektive auf demokratische Führung. Sowohl die letzte Folie als auch diese stammen aus diesen Werken. Demokratische Führung ist also inklusiv und inspiriert zu einer gemeinsamen Vision, Mission, Werten und Verantwortung für kooperative und koordinierte Bewegungen hin zu vereinbarten Verbesserungen, Zielen und Ergebnissen. Es erfordert den Aufbau und die Pflege respektvoller Beziehungen, wobei alle Beiträge bewertet werden. Es geht darum, anderen zuzuhören und sie dabei zu unterstützen, Änderungen der Umstände und Anforderungen zu akzeptieren und optimal zu nutzen, sei es extern erforderlich, wie bei der Covid-19-Pandemie, oder einvernehmlich vereinbart. Und das könnte sein, dass wir die Art und Weise verbessern müssen, wie wir die Bedürfnisse unserer Gesellschaft oder Gruppe erfüllen. Es ist ethisch und selbstbewusst. Daher stellen sich Führungskräfte selbst in Frage und bitten um Feedback, wie sie sich verhalten. Es ist selbstlos. Es geht nicht um den Führer, es geht um alle Beteiligten. Es ist sozial interessiert an den Beteiligten, denen es dient, und es zeigt Demut, andere zu verstehen und zu ermutigen, gemeinsame Ziele und Ergebnisse zu erreichen. Wie alle menschlichen Bestrebungen ist demokratische Führung in einen breiteren sozialen Kontext eingebettet und daher systemisch. Es gibt also einige typische Nachteile demokratischer Führung und ich denke, wir können diese erkennen. Ich höre sie bestimmt oft. Es gibt eine, bei der ungelernte Gruppen schlechte Entscheidungen treffen. Und das passiert, wenn die Leute keine Erfahrung darin haben, Gruppenansichten oder Gruppenvorschläge zu geben, zu teilen und durchzuarbeiten. Und dann kann es sehr lange dauern oder die Leute haben keine Lust mehr und schmeißen hin. Das zweite Beispiel ist, dass die Meinung einer Minderheit und/oder eines Einzelnen übersehen oder übertönt wird, da stärkere Stimmen manchmal lauter sind und andere ignorieren und dann zum Beispiel bei Abstimmungen kein Konsens erreicht wird oder wir uns umdrehen und andere Ansichten berücksichtigen können.
Diese Entscheidungen dauern zu lange. Und dadurch, dass Entscheidungen lange dauern können, passieren diese anderen Dinge, wie ein Kommunikationsausfall zur Krise. Es wird daher auch behauptet, dass demokratische Führung in solchen Situationen am besten funktioniert, wenn Gruppenmitglieder kompetent sind und ihre Führung und ihr Wissen teilen können. Es ist wichtig, genügend Zeit zu haben, damit die Menschen Beiträge leisten und sich entwickeln und planen können und dann abstimmen oder einen Konsens finden über die beste Vorgehensweise. Und das stimmt auch zum Beispiel in meiner Arbeit. Wenn ich diese Zeit anfänglich einsetze, das Vertrauen in den Prozess schaffe, dann hilft es Ihnen in dieser Krisenzeit. Dreikus erinnerte uns daran, dass es keine demokratieverursachten Krankheiten gibt, die nicht mehr durch mehr Demokratie geheilt werden können. Mit anderen Worten, wir machen es nicht immer richtig und wir müssen daran arbeiten. Wir müssen unser Zuhören verbessern, um sicherzustellen, dass wir auch andere Stimmen hören und auch, dass wir die Fähigkeit der Menschen entwickeln, dass wir die Menschen dabei unterstützen, die Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie gute Entscheidungen treffen können. Andere Bereiche des Verständnisses effektiver Führung stammen aus Studien über Führung in Extremen, das heißt Führung in Krisenzeiten. In einem Artikel aus dem März 2020 im Harvard Business Review von Chris Nichols und seinen Kollegen wurde der Artikel mit dem Titel "Vier Verhaltensweisen, die Führungskräften helfen, einen Gruppenprozess durchzuführen" geschrieben. Ich denke, diese sind wirklich recht gut. Und ich denke, ihr werdet feststellen, dass die Betonung dieser Faktoren eine Annahme einer positiven demokratischen Führung ist. Schaut mal, was ihr darüber denkt. Aktion 1. Entscheide mit Geschwindigkeit über Präzision. Konzentriere dich auf das, was am wichtigsten ist. Schnelle Veränderungen, kognitive Überlastung, unvollständige Informationen, hohe Emotionen, Lähmungsgefahr behindern alle möglichen Entscheidungsprozesse. Obwohl keine Zeit für die Konsensbildung auf die übliche Weise bleibt, müssen Prioritäten gesetzt werden, kluge Kompromisse eingegangen werden, Entscheidungsträger benannt werden, Maßnahmen ergriffen und Fehler nicht bestraft werden. Aktion 2. Pass beide Dinge an. Sei der Veränderung voraus und bleibe ihr voraus. Such Informationen aus verschiedenen Quellen. Gib zu, was du nicht weißt. Bring externes Fachwissen ein. Entscheide und mache bekannt, was nicht zu tun ist. Stelle Projekte, die warten können, in die Warteschleife. Priorisiere rücksichtslos. Schnell anpassen, neue Pläne entwickeln. Stärke und baue Verbindungen zur ersten Reihe auf. Schaffe ein Netzwerk lokaler Führungskräfte und Influencer mit tiefem Wissen über Probleme und Lösungen. Aktion 3. Zuverlässig liefern. Hier gibt es also Verantwortlichkeit. Übernehme die persönliche Verantwortung für die Krise, auch wenn du sie nicht kontrollieren kannst. Teamfokus ausrichten. Schaffe eine Kultur der Verantwortlichkeit. Überwache die Leistungskennzahlen und bleibe wachsam und richte dich nach den 5 wichtigsten Prioritäten und deren Weitergabe. Termine, Überprüfungen und Teilen der Leistung anhand dieser Prioritäten sowie wöchentliche Anpassungen der Schlüsselindikatoren. Versuche es richtig zu machen, um eine ordnungsgemäße Bewertung vorzunehmen. Halte Körper und Geist in Form. Halte deine Routine der Selbstpflege, guten Ernährung, Bewegung, Meditation oder Entspannung. Energietanken und Bewältigungsreserven stützen ein. All dies werden also die Dinge sein, an denen sich die führenden Akteure im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie beteiligt haben, ob gut oder nicht. Also engagiert euch für die Wirkung, kümmert euch um das Team, zeigt Verständnis für ihre Probleme, findet Wege, um sie zu motivieren, klar zu kommunizieren
und durch neue Informationen zu erhalten. Prioritäten wiederholen. Setzt euch mit dem Team in Verbindung, um nach der Überprüfung zu prüfen und zu überprüfen, was mit ihnen los ist. Eine Nachbarin hat mir gesagt, dass sie noch nie so schnell sitzen und etwas tun konnte wie in der nationalen Gesundheitskrise, wie sie seit der Covid-19-Krise ist, weil sie nun in der Lage ist, die benötigten Ressourcen zu bekommen und Bürokratie wurde abgebaut. Dort wird also gelernt, wann Dinge wichtig sind und du kannst sie erledigen. Bitte um Hilfe. Nehme an der Fähigkeit teil, zu motivieren, aber bitte auch identifizierte Personen oder diejenigen, die am besten helfen können, um ihre Hilfe. Konzentriere dich mit Empathie auf Mitarbeiter und Kunden. Gib ihnen materielle Unterstützung und sammle und verstärke positive Botschaften. Und feiere täglich die unbesungenen Helden, also die Leute, die den Job machen und damit weitermachen. Und wir alle brauchen diese Art von Feedback und Wertschätzung. Teile Wertschätzung auf eine Weise, wie wir als Adlerianer es kennen und ermutige sie. Wir betrachten daher einige Modelle demokratischer Führung in der Covid-19-Pandemie. Hier haben wir zum Beispiel Angela Merkel, die in Deutschland ziemlich gut abschneidet. Jacinda Ardern in Neuseeland war auch beeindruckend. Tsai Ing-wen, Präsident von Taiwan, wurde gesehen und sie hat wirklich gute Arbeit geleistet. Katrin Jakobsdottir aus Island war beeindruckend und Erna Solberg aus Norwegen. Also waren diese 5 Frauen beeindruckend? Wie haben sie andere involviert und wie haben sie sie mitgenommen? Sie waren klar, sie waren transparent, sie haben Verantwortung übernommen. Sie haben akzeptiert, dass Fehler gemacht werden. Sie geben nicht vor, zu wissen, was sie nicht wissen. Aber sie übernehmen auch Verantwortung. Also eine wirklich beeindruckende Gruppe. Und dann gibt es US-Gouverneure, von denen man gesehen hat, dass sie besonders gute Arbeit leisten und sie irgendwie in den Nachrichten landen. Es gibt zum Beispiel ein paar, wie zum Beispiel Andrew Cuomo, der wirklich sehr beeindruckend ist. Wenn ihr ihn beobachtet, sagt er sicherlich, was er nicht weiß. Er entschuldigt sich sicherlich. Er übernimmt sicherlich Verantwortung. Aber er hat auch ein paar Leute beleidigt, also ist er etwas kontroverser. Es gibt auch Wanda Vazquez, möglicherweise weil, und ich werde später noch einmal auf den Begriff der Authentizität und Integrität eingehen, aber vielleicht möchte Wanda Vazquez in dieser Hinsicht etwas. Wenn wir also die Führung in Extremsituationen fortsetzen und diese beiden nächsten Beispiele von Militär nehmen, gibt es einen Psychologen, Professor Thomas Kollwitz, der ein ehemaliger Brigadegeneral und der Gründer des Führungszentrums von West Point ist. Er schrieb ein Buch mit dem Titel An Extremist Leadership as if your life depends on it und er identifizierte Muster und Eigenschaften, Fähigkeiten und Einstellungen unter Führungskräften in Lebens- und Todessituationen, die man effektiv in Lebens- und Todessituationen auch einsetzen kann. Er sagt, dass eine inhärente, also angeborene Motivation für eine Aufgabe ist, dass sie kontinuierliches Lernen begrüßen, dass sie das Risiko mit den Teammitgliedern teilen, dass sie einen gemeinsamen Lebensstil mit den Teammitgliedern annehmen und dass sie hochkompetent sind und Vertrauen und Loyalität in andere schaffen. Er hat eine zusammenfassende Aussage, in der es heißt, Optimismus, Hoffnung und Ausdauer sind der Schlüssel zum Verständnis, warum authentische Führungskräfte auch Loyalität, Gehorsam, Bewunderung und Respekt fordern. Im Extremfall ist Führung immer mit einer konkreten moralischen Verpflichtung verbunden. Es geht weniger um Macht über Untergebene, als vielmehr um eine Verpflichtung zu ihrem Wohlergehen und ihrem Überleben. Dieses zweite Beispiel ist von Professor Patrick Sween, ein Sozialwissenschaftler, der ein pensionierter Oberst der Armee ist. Er schrieb ein Kapitel in einem Buch über Kampfführung mit dem Titel Vertrauen, der Schlüssel zur Kampfführung.
Trust, the Key to Combat Leadership. In dieser Studie über Führer, denen man während des Irakkriegs im tatsächlichen Kampf vertrauen kann, waren die 10 wichtigsten Attribute in der Reihenfolge ihrer Bedeutung. Erstens, dass sie kompetent waren. Zweitens, dass sie treu waren. Drittens, dass sie ehrlich waren und gute Integrität zeigten. Viertens, sie gehen mit gutem Beispiel voran. Fünftens, sie zeigen Selbstkontrolle, Stressmanagement und Selbstmanagement. Sechstens, dass sie zuversichtlich sind und Vertrauen schaffen. Siebtens, sie sind sowohl physisch als auch moralisch mutig. Achtens, sie teilen Informationen. Neuntens, dass sie eine persönliche Verbindung zu ihren Untergebenen herstellen. Zehntens, und sie zeigen ein starkes Pflichtgefühl. Und eine Zusammenfassung davon ist, dass die Kompetenz und der Mut der Führer sich auf moralische Stärke bezogen, um in allen Situationen das Richtige zu tun. Das ist die Stärke des Charakters, um das Handeln in Übereinstimmung mit ihren Überzeugungen und Werten zu fördern und sich der Autorität zu widersetzen, das Wohl derer schützen, denen sie verantwortlich sind. Wir sehen also, dass diese Führungskräfte, wir wissen, dass sie ohne sie nicht effektiv gewesen wären, da wir alle wissen, dass Zeit braucht, bis diejenigen in unseren Teams oder in unseren Organisationen uns kennen, uns als kompetent ansehen und uns als Menschen sehen, denen sie vertrauen können. Das braucht also Zeit. Dann im Extremfall der Krisensituation sind sie auf unserer Seite, weil wir auf ihrer Seite sind. Und das ist ein sehr starkes Element einer guten, starken und demokratischen Führung. In Friedenszeiten haben wir mehr Zeit und wir müssen uns mehr Zeit nehmen. Aber in Krisenzeiten müssen wir uns unserer Position verdient haben und weiterhin Vertrauen schaffen. Wenden wir uns also wieder dem Populismus zu und wie wir die demokratische Führung gegen den Populismus stärken können. Und zurück zur Gruppe Chris Mala Busse und ihren Kollegen an der Stanford University. Sie kamen zu dem Schluss, um auf Populismus zu reagieren, müssen die politischen Parteien des Mainstreams politische Rhetorik anwenden, um die Wähler zu mobilisieren und demokratische Institutionen zu verteidigen, die Einmischung der Wahlen anzugreifen und die Rechtsstaatlichkeit zurückzugewinnen. Sie müssen sich auf eine neue Koalition von Politik einlassen, die auf die Wähler reagiert, antidemokratische Kräfte ausschließt und sich gegenseitig überwacht. Sie müssen sich zur Reform der Institutionen verpflichten, um die Integrität des Wahlkampfs zu verbessern, indem sie die Wahrscheinlichkeit verbessern, Wahlen und Verwaltung entpolitisieren und ehrgeizigere Entscheidungen wie Ranglistenwahlen treffen. Okay, also sagte ich endlich, wir würden zu dem Rahmen gelangen, den ich zwischen 2011 und wahrscheinlich heute entwickelt habe, als ich den Titel leicht geändert habe. Aber im Grunde ist es ein systemisches oder ein ökosystemisches Modell, das verschiedene Aspekte betrachtet, eher wie Bronfenbrenners ökologisches Modell, in dem wir das Mikro haben, das Individuum, die Familie im Zentrum, die Gemeinschaft darum herum, mit der größeren Gesellschaft und dann der Regierung darum herum. Und man kann sagen, die internationale Regierung drumherum. Wir haben also praktisch eine Wechselbeziehung, ein unteilbares System, wie wir eine effektive demokratische Führung erreichen, mit Schwerpunkt auf sozialer Gleichwertigkeit. Wenn wir also die oberste Reihe betrachten, führt die Regierung soziale Werte und setzt Gleichwertigkeit als Würde ein. Die Gesellschaft ist verantwortlich für das Gemeinschaftsgefühl und das Engagement. Zu den Werten der Gemeinschaft gehören die Wahlfreiheit und der Handlungsspielraum innerhalb der Gemeinschaft.
Auf diese Weise finden die Menschen eine gewisse Bedeutung. Individuen fühlen sich zugehörig und erfreuen sich und sind stolz auf ihre Zugehörigkeit. Wir betrachten dann die soziale Gerechtigkeit, wohin die Regierung führt, wobei die Gesellschaft für die Sitzmoral verantwortlich ist. Gemeinschaftswerte, einschließlich moralischer Absichten und des Gefühls von Würde und Wert für den Einzelnen. Die Regierung führt zu materieller Sicherheit, sozialer Wohlfahrt und Verantwortung, wobei die Gesellschaft für gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit verantwortlich ist. Mit der kreativen Förderung der Werte der Gemeinschaft, mit dem Begriff der Freude und des Beitrags, mit der Gewährleistung der Freude und des Beitrags. Und Einzelpersonen fühlen sich im Engagement zielgerichteter. Die letzte Reihe führt die Wechselbeziehung, die Vorstellung, dass wir alle Teil eines viel größeren Ganzen sind. In der Tat des Kosmos, des Universums, aber sicherlich in unserer Welt, unserem Klima und mit anderen Kreaturen. Eine Verbindung zum Kosmos liegt gewissermaßen in der Verantwortung der Gesellschaft. Die Gemeinschaft schätzt den Begriff der inneren Freiheit, sodass, wenn sie möchten, die Art und Weise, wie wir unsere Verbindung herstellen, von unserer inneren Wahl und Freiheit abhängt. Und der Einzelne fühlt sich zugehörig, indem er Teil der menschlichen Art ist. Und schließlich hoffe ich, dass meine Vorstellung von erfolgreicher Demokratie, was ein erfolgreicher demokratischer Führungsstil ist, jemand ist, der soziale Gleichwertigkeit demonstriert und fördert und bestimmte Elemente demokratischer Führung und sozialer Gleichwertigkeit auf internationaler, nationaler, gesellschaftlicher und lokaler Ebene berücksichtigt. Ich hoffe, dass diese mit euren übereinstimmen. Aber ich freue mich auch darauf, eure Ideen bald zu hören. Oder zumindest, wenn wir uns 2021, nächstes Jahr, auf der ICASI treffen. Ich würde gerne von euch hören und hören, wie es euch geht oder Kommentare hören. Sprecht mir an. Ich wünsche euch Gesundheit, Wohlbefinden und kreative Wege nach vorne, nachdem ihr aus dem Lockdown herausgekommen seid und zu dem zurückkehrt, was auch immer ihr nach Covid-19 wieder zum Leben erwecken möchtet. Vielen Dank.